Oh je, ob er es schaffen wird? Shiro, hier. Du hast mir Essen gebracht, obwohl ich dich heute Abend bedroht habe? Ist einfach, Shiro, bitte. Wir sind jetzt beide in Sicherheit zu Hause. Das ist alles, was zählt. Hä? Habe ich was verpasst? Das ist nicht mein Zuhause, Mahir. Es ist Zeit, dass wir beide aufhören, so zu tun, als ob. Shiro. Ist das da hinten? Das Weiße an seinem Rücken ist da die Maske, ne? Also irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, was hier so läuft, aber das ist wahrscheinlich Absicht. Ist dir nicht klar? Ist es nicht ein Zuhause, das du suchst? Wonach suchst du wirklich? Ich suche nach dem, was mein ist, Mahir. Was mein Geburtsrecht ist. Willst du, dass ich das aufgebe? Niemals. Ich werde mich reinwaschen. Wie auch immer. Essa kann nicht Teil davon sein. Du weißt, dass es ihr nicht gut geht, Shiro. Du hast einen schweren Fehler gemacht, sie damit reinzuziehen. Fehler? Ihre Kraft ist eine Inspiration, Mahir. Nein, ihre Kraft kommt von großer Schwäche. Anstatt ihre Trauer zu akzeptieren, versucht Hessa, sie zu kontrollieren. Es spielt keine Rolle. Ich brauche Hessa nicht mehr. Die Sünderin, die wir geschnappt haben, sie ist ein wahrer Feind des Soluna-Glaubens. Ihr Name ist Nairi. Sie ist alles, was ich für meine Erlösung brauche. Hä? Ich bin geschnappt worden? Auch im Schlaf, wie alle anderen auch? Ich sollte mich ja hinlegen und ausruhen. Bin ich jetzt schon wieder gefangen? Es wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Ich weiß alles zu schätzen, was du für mich getan hast, Mahir. Danke. Ich wünsche dir und Hessa das Beste. Shiro, warte! Mach dir keine Sorgen um mich, alter Mann, du kennst mich kaum. Bevor du gehst, nimm wenigstens das Essen. Geh mir aus dem Weg. Oh. Shiro, tu niemandem weh. Du wirst es nie wieder zurücknehmen können. Shiro! Läuft da? Also wir wissen noch nicht, was da im Hintergrund eigentlich wirklich läuft. Und wozu? Da ist es. Narims Versteck. Diesen Ort auszurauben, würde natürlich nie funktionieren. Also hoffen wir, dass er ein Relikt gegen ein anderes tauscht. Es fühlt sich nicht richtig an, Karim die antike Schriftrolle zu geben, aber... Oh oh. Wenn er sich von diesem Ring trennen soll, bekomme ich Nairi nach Hause. Die Schriftrolle. Wobei die Schriftrolle hat ja eigentlich ihren Zweck erfüllt, oder? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt, wir sind jetzt Rex? Sieh mal einer an, wenn das nicht unser alter Freund Rex ist. Willkommen. Oh, Karim, lange nicht gesehen. Oh, du bist gekommen, um mich auszurauben, nicht wahr? Hat Esma dich damit beauftragt? Sie ist schon lange hinter diesem Ring her, weißt du? Sie dachte wohl, ich würde ihre kleinen Spione nicht sehen. Du hast recht, aber ich bin nicht hier, um dich auszurauben. Ich bin hier, um dir ein Angebot zu machen. Es ist ein bisschen spät für Angebote, oder? Und bei unserer Vorgeschichte vermute ich, dass eine Zusammenarbeit nicht in Frage kommt. Du hast immer das Geschäft an erster Stelle gesetzt, Karim. Warum die Geschichte einer guten Gelegenheit verderben lassen? Warum die Geschichte eine gute Gelegenheit verderben lassen? Ah, so. Unter normalen Umständen
Worten hättest du recht, aber du machst mich ganz emotional. In welche Richtung? Immerhin hast du Schande über die Zagat-Gang gebracht. Du hast uns schwach aussehen lassen, Rex. Schwach? Ich habe nur darum gebeten, die Gang in Frieden zu verlassen. Aber du? Du hast eine Gelegenheit für eine Meuterei erkannt und um die Kontrolle zu übernehmen. Und dann hast du meine Freunde in die große Wüste verbannt, Karim, du herzloser Feigling. Aber, was für ein plötzlicher Ausbruch. Kein Grund, mich zu beschimpfen, weißt du? Hast du dich deinen leidenden Freunden in der Wüste angeschlossen? Nein, du bist bequem in Schirin geblieben und hast all deine Sünden wurden begnadigt. Du wurdest ein Scharlatan eines Gelehrten, der sie verrotten ließ. Und doch nennst du mich einen Feigling? Nein, ich hatte keine andere Wahl, als zu bleiben. Ich konnte nicht, ich... Moment. Du hast das Thema gewechselt. Du versuchst mich am Reden zu halten, Zeit zu schinden. Worauf oder auf wen wartest du? Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Nein. Du wusstest, ich würde herkommen. Guten Abend, Rex. Sayo hier hat mir alles über deinen kleinen Plan erzählt. Oh, no. Karim gegen meinen Willen auszurauben? Plötzlich scheint der Ring gar nicht mehr so wichtig zu sein. Sayo, was ist ihr gesagt? Ist ja komisch, weil jetzt... Ja, okay, der hat zugegeben, dass das weiß, dass Esma den Ring haben will... Aber Esma wollte doch, dass man nicht weiß, dass sie diejenige ist, die ihn hat klauen lassen. Und jetzt steht sie hier selber auf dem Tapet. Zu ihrer Verteidigung. Sayo hat mich gebeten, dich Karim ausrauben zu lassen. Aber dieser Blick des Schreckens. Köstlich. Och, Sayo. Sonst tut sie so gewieft und dann... Rex, wusstest du, dass Sayos Vater todkrank ist? Ja, und die Medizin ist sehr teuer. Aha, und sie kann wahrscheinlich ihr die Medizin verschaffen, wenn die Kleine ganz brav ist. Bei mir kommt Loyalität mit Angst. Das hättest du wissen müssen, Rex. Oh, ich muss hier weg, sofort. Nein, ich sitze in der Falle. Sie haben diesen Hinterhalt geplant. Wo willst du denn hin, Rex? Diese Party fängt gerade erst an. Dich in einen Hinterhalt zu locken, Rex, ist es wert, den Ring zu vergessen. Und noch mehr. Du wirst leiden für... Esma, bitte beruhige dich. Entschuldige mich für eine Sekunde. Rex, wo waren wir? Ach ja, deinem Angebot. Vergiss es, Karim. Bring es einfach hinter dich. Ach ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Darin liegt der Haken. Ich darf dich nicht verletzen, dank deines Freundes Azim. Eine offizielle Begnadigung der Gang und ich würde sie nie verraten. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Aber was Esma betrifft, naja. Wir sind bereit, unsere Differenzen beizulegen. Nur für dich. Sag von Esma, was du willst. Aber sie hat Appetit auf Rache. Du solltest dich besser vorbereiten, Rex. Dann macht schon. Ihr Plappermäuler hört einfach nicht auf zu reden. Ah! Was zum... Welcher Narr wagt es? Moment. Oh, der hat einfach die Wachen einfach geplättet mit der Tür. Ist das... die weiße Maske? Rex, hier lang. Das ist tatsächlich Shiro. Komm mit. Was? Du machst wohl Witze. Du bist der Verrückte, der bei der Entführung von... Wie auch immer, ich werde es riskieren. Tschüss, Karim. Bis dann. Erstmal, ich bin weg. And here we go again. Oh ja. So sieht's gerade voll aus. Oh Gott, die Perspektive von der Ratte. Und euren dummen Ring nehme ich auch mit. Ah, er ist schlau. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, es wäre natürlich cool, wenn wir den Ring hätten.
Aber das lässt sich Rex nicht entgehen. Vielen Dank. Zup. Und? Er ist entkommen. Er hat meinen Ring mitgenommen. Oh, vergib mir, Rex. Jetzt gucken sie blöd aus der Wäsche. Ich kann nicht glauben, dass wir entkommen sind. Du, wie hast du und warum? Rex, du bist okay. Nairi? Was machst du hier? Was geht hier vor? Ihr habt nur euren Schmuggler gefunden. Wovon redest du? Warum in aller Welt sollten wir dir und wo ist deine Partnerin, hä? Meine Partnerin hat damit nichts zu tun, nicht mehr. Die weiße Maske hat uns verfolgt, Rex. Er hat mich gestellt, als du weg warst. Nein, ich war hier in diesem Raum. Hat er dir eine Gehirnwäsche verpasst? Ich habe diese Kräfte nicht. Meine Partnerin hatte sie. Er redet immer so von der Vergangenheitsform, als ob sie nicht mehr existierte. Wir haben nur geredet, da ich wusste, dass du in eine Falle tappst. Ich habe Nairi angeboten, dein Leben zu retten. Ich habe eine Vereinbarung mit ihm, Rex. Nein. Ich wollte dem Mädchen nie eine Gehirnwäsche verpassen. Nur dir, Gelehrter. Also, keine Angst. Nairi wird nichts passieren, wie du sagen würdest. Aber dann, was zum Teufel willst du dann von ihr? Ich weiß nicht warum, aber er weiß, dass ich einen Schmuggler brauche, Rex. Er will der sein, der mich ins Reichenviertel zurückbringt. Keine Sorge über das, was ich will. Mit der Zeit wird alles klar werden. Außerdem war es nicht sowieso dein Ziel, ins Reichenviertel zurückzukehren? Wie auch immer, das Mädchen steht jetzt in meiner Schuld, Gelehrter. Du hättest mich einfach da lassen sollen, Nairi. Ich hab dir gesagt, du sollst dort bleiben. Naja, sie wurde ja gekidnappt sozusagen. Ich bin da geblieben, irgendwie. Ich hatte keine Wahl. Karim hätte dich... Genug davon. Wir müssen gehen. Wir sind im Armenviertel nicht mehr sicher. Ja, besonders du, wette ich. Hör zu, du Irrer. Nairi geht nirgendwo mit dir hin. Rex, es gibt keinen anderen Weg, die Distriktgrenze zu überqueren. Du hast es selbst gesagt. Esma war unsere einzige Option. Wir brauchen einen Schmuggler. Wenn du musst, schließ dich uns an, Gelehrter. Aber halt uns nicht länger auf. Das musst du mir nicht sagen. Wenn Nairi geht, dann gehe ich auch. Und du machst lieber keinen Unsinn, du Irrer. Ich habe ein Auge auf dich. Nenn mich Shiro, Gelehrter. Meine Geduld hat Grenzen. Ach, was auch immer, Irrer. Shiro? Nairi, bevor wir gehen, schau. Und sei leise wegen dem Irren. Du hast es trotzdem geschafft, den Ring zu stehlen. Unglaublich. Ehrlich gesagt, am ehesten, um Karim zu ärgern, aber da ist etwas Besonderes mit dem Ring. Schau, er trägt nuranische Schrift. Genau wie deine Halskette. Oh, haben wir jetzt das zweite Relikt? Na, seid ihr zwei mit Flüstern fertig? Wir müssen gehen. Du hast recht. Du kannst das lesen, oder? Was steht da? Ich dachte, Nairi kann es jetzt auch lesen. War das nicht irgendwie so? Oder war das an die Schriftrolle gebunden? Das ist ein ziemlicher Happen. Komm schon. Wer weiß, was meine Halskette mir zeigen wird, Rex. Was steht da? Erfahre die Vision eines Heiligtums in den Himmeln. Bote, höre Sulunas Wahrheit. Was? Eines Heiligtums in den Himmeln? Sollst du eine Vision im Himmel haben? Immerhin baut ja
die königliche Garde oder halt die Auftraggeber diesen Turm ganz, ganz hoch. Vielleicht heißt das ja was, dass wir den Turm ganz hinaufsteigen müssen, bis wir oben in den Wolken sind. Wäre ja eine Möglichkeit, das ist jetzt das, was mir so ganz spontan dazu einfällt. Aber wie soll ich in den Himmel kommen? Zumindest lebend. Aber natürlich, das muss der Solunaturm. Damit muss der Solunaturm gemeint sein. Der Turm? Was willst du? Oh, der Turm reicht in den... Es ist der einzige Weg, die Himmel zu erreichen. Wir müssen diesen Ring dahin bringen. Wenn dieses Relikt sowas wie deine Halskette ist, dann wirst du mehr über diesen großen Sturm lernen. Ach, um was um alles in der Welt tuschelt ihr beiden da? Wir müssen jetzt gehen. Ach, du Irrer, wir machen einen Umweg. Na, ob er dazu bereit ist? Einen Umweg? Wohin? Warum? Nur zur Spitze des Turms. Turms? Der Solunaturm? Seid ihr bescheuert? Nein, das ist deine Spezialität, du erinnerst dich. bescheuert zu sein? Schau, da gibt es nichts zu diskutieren. Oder willst du noch mehr Zeit verschwenden? Um Solunas Willen. Obwohl, wir könnten uns auch einfach hier hinlegen. In Ordnung. Fein. Hä? Dann lass uns gehen. Jetzt. Wir sind in der Nähe der Turmbrücke. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Wachen. Ich hoffe, er tut ihnen nichts an. Nairi, bringt dich das nicht durcheinander? Dass wir jetzt mit der weißen Maske befreundet sind? Oder dass ausgerechnet er mich nach Hause bringen will? Beides. Nun, durcheinander oder nicht, er ist mein einziger Weg nach Hause, Rex. Aber was, wenn er plant? Du weißt schon. Ich glaube nicht, dass er mir etwas tut, Rex. Ich meine, er hatte wirklich schon genug Gelegenheiten, oder? Naja, er will dich aus irgendeinem Grund ins Reichenviertel bekommen. Was, wenn etwas mit deiner Familie, wenn es etwas mit deiner Familie zu tun hat? Denkst du? Er weiß etwas über ihre Gefangenschaft? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn, würde er es uns nicht sagen. Lass uns erstmal mit ihm gehen. Apropos. Ja, es ist eine Weile her. Lass uns zum Turm gehen. In Ordnung. Ich würde gar nie von selbst immer dran zu denken, zu speichern. Von dem her ist es echt gut, dass ich vom Spiel her da immer ein bisschen gepusht werde. Okay, wir gehen zum Turm. Der Solunaturm und die Wachen liegen schon da und schlafen hoffentlich nur. Ah, genau, pünktlich. Die Brücke ist leer. Was immer ihr beiden da oben wollt, bringen wir es schnell hinter uns. In Ordnung. Wir werden bald zurück sein. Was? Du bringst das Mädchen nicht allein auf den Turm. Was? Hast du Angst, dass ich ihr eine Gehirnwäsche verpasse oder so? Keine Angst, nur ein bisschen Forschung. Erforsche den Solunaturm, wie du willst, Gelehrter. Wie auch immer. Ich komme mit euch. Fein. Egal. Lass uns gehen. Vielleicht ist er uns ja noch in irgendeiner Weise eine Hilfe. Vielleicht gibt es ja noch mehr Wachen da. Dann lasst uns mal eintreten. Ach, ich kann nicht glauben, dass wir den Solunaturm hochklettern. Ich habe ihn jahrelang immer nur aus der Ferne gesehen und jetzt klettere ich tatsächlich daran hoch. Also, was denkst du? Glaubst du tatsächlich, dass hier Wunder geschehen? Ich habe immer dran geglaubt, ja, aber aus der Nähe fühlt es sich nicht so an.
Nairi, lass diese Lehren nicht deinen Glauben vergiften. Wenn der Turm fertig ist, wird hier ein Wunder geschehen. Jetzt sind wir schon ganz schön weit oben. Ach, die Hälfte. Oh, die Hälfte erst haben wir. Ich werde ziemlich müde, aber die Aussicht ist unglaublich. Sag mal, Nairi, wie bist du nochmal hierher gekommen ins Armenviertel? Ich hab dir das doch schon erzählt. Ich wurde von meiner Familie getrennt. Meine Eltern waren geschäftlich hier und weißt du, irgendwie habe ich sie verloren. Ich glaube, du lügst. Weißt du was? Es geht dich nichts an. Dass du hier bist, ist kein Zufall, Nairi. Unsere Begegnung, es ist Schicksal. Ach, doch wirst du das noch verstehen. Das ist genug, du Verrückter. Hör auf, Nairi zu nerven. Beruhige dich, Gelehrter. Wir sind fast da. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Wir sind jetzt oben an dem Abschnitt, der noch gebaut wird. Oh, endlich. Wir sind oben. Zumindest fast oben. Ich hoffe, es reicht von der Höhe her dann, wenn er noch gar nicht richtig fertig ist. Oh, ich bin so erschöpft. Also, jetzt warten wir. Aber wir haben nicht viel Zeit, Gelehrter. Du hättest mit deinen Nachforschungen lieber eher angefangen. Immer noch kaum zu glauben, wie hoch wir hier sind. Der Turm ist sicherlich eine beeindruckende Erscheinung, aber ich frage mich immer noch, warum die Norianer ihn ursprünglich gebaut haben. Vielleicht um sich selbst zu schützen vor dem großen Sturm? Aber warum baut man dafür einen Turm? Und erinnere dich, die Ruinen, die wir gefunden haben, liegen neben dem Turm. Nun, das stimmt. Ich vermute, sie hatten einen anderen Grund dafür. Na, wie auch immer. Ich schätze, wir haben wichtigere Dinge zu bereden. Richtig. Der Ring. Was stand da nochmal? Erfahre die Vision eines Heiligtums in den Himmeln. Bote höre Solunas Wahrheit. Die Vision eines Heiligtums in den Himmeln. Offenbar enthält der Ring eine Vision, so wie die Kristalle beim Turm. Aber hier oben gibt's keine Kristalle. Die Frage ist, wie lösen wir sie aus? Deine Halskette scheint nicht viel zu tun. Das hat mit den Kristallen geklappt, aber es fühlt sich nicht an, als ob sie jetzt etwas tut. Vielleicht sollten wir durchgehen, was wir bis jetzt wissen. Nein, ich erinnere mich an alles. Nein, lass mal anhören. Hört sich nach einem guten Plan an. Lass uns durchgehen, was wir wissen. Also, als erstes haben wir die norianischen Ruinen neben dem Turm gefunden. Offensichtlich wurde ihre Zivilisation irgendwie ausgelöscht durch den großen Sturm. Wie auch immer, die Norianer, sie nutzen eine Art von Energie, die uns völlig unbekannt ist. Sie nannten es Vaeria. Oder Vaer, richtig? Ja, und sie haben damit viele verrückte Dinge angestellt. Ich bin zum Beispiel sicher, dass sie es für die Kristalle benutzt haben und die Kristalle haben die Fähigkeit, Visionen zu erzeugen. Wir hätten uns ja so ein Kristall mitnehmen können, vielleicht. Aber warum? Warum hat man nicht einfach Bücher benutzt, um die Leute vor dem großen Sturm zu warnen? Aus irgendeinem Grund dachten sie, Relikte wären eine bessere Idee. Sie wollten es nur einige Leute wissen lassen. Die Leute, die die Relikte tatsächlich benutzen können, meinst du? Leute mit der Fähigkeit, Vaer zu spüren? Ja, Leute wie dich. Boten. Aber wenn ich ein Bote bin, warum tut dann dieser Ring nichts? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss sie den Ring ja anziehen. Hey! Rex! Oh, guck mal, da fliegen lauter solche kleinen Fünkchen rum. Seht ihr das? Fühlst du auch etwas?
Hä? Wovon redest du? Ich fühle gar nichts. Ich fühle, ich weiß nicht, eine Art Wärme. Hm. Erfahre die Vision eines Heiligtums in den Himmeln. In den Himmeln. Das ist es. Nairi, was du fühlst, ist in den Himmeln. Es ist Vaer. Deshalb wollte der Ring, dass wir... Vaer muss im Himmel hoch konzentrierter sein. Rex, sieh! Der Ring! Er verändert sich. Er formt einen Kristall. Nairi, machst du das? Ja. Meine Halskette, sie reagiert auf den Kristall. Ich beginne zu... Oh Gott, der wächst aber schnell. Nairi, hast du eine weitere Vision? Was hast du mit dem Kind gemacht, Gelehrter? Und was um alles in der Welt ist das? Beruhige dich, Nairi, geht es gut. Sie macht nur ein Nickerchen auf einem großen Kristall, okay? Ach, du erzählst mir besser, was hier wirklich los ist, Gelehrter, bevor ich dich vom Turm werfen. Sieh mal, du versprichst, dass du nichts Verrücktes machst. Und ich erkläre dir alles, okay? Red schon. Also,